Frank-Walter Steinmeier, den ich kenne, hat gesagt, das geht nicht mit der Linken auf Bundesebene. Und das stimmt auch. Vielleicht kann ich das aus einer eigenen Erfahrung sehr viel besser erklären, als die meisten anderen das könnten. 2005, wir hatten die Wahl nicht gewonnen. Ja, das kann man ja so sagen. Die anderen aber auch nicht. Ich kann nicht. Ich kam zur letzten Sitzung des Europäischen Rates. Da sitzen die Staats- und Regierungschefs. Und die Skandinavier, egal ob rechts oder links, kamen zu mir und sagten, sag mal, bist du eigentlich bekloppt? Warum hörst du auf? Ich sagte, naja, ich habe die Wahl noch nicht gewonnen. Moment, sagten die, im Deutschen Bundestag, wenn wir das nicht falsch beurteilen, gibt es eine Mehrheit gegen die Schwarzen und die Gelben. Und zwar, wenn du willst, eine Mehrheit für dich. Und die besteht aus SPD, aus Grünen und aus dieser neuen Linkspartei. Und das stimmt rechnerisch. Und ich musste den Kollegen erklären, warum die rechnerische Mehrheit, die es im deutschen Parlament bis heute gibt, keine politische Mehrheit sein kann. Das hat zu tun mit den spezifischen Bedingungen in Deutschland, denn die Linke ist, deren Kern ist immer noch die alte SED und PDS, gar keine Frage. Da sind ein paar dazugekommen, auch nicht die Besten Deutschlands, die dazugekommen sind. Aber es ist so, ich musste denen erklären, dass das nicht geht. Aus diesen Gründen. Und zwar aus historischen und gegenwärtigen. Aus historischen, weil der Kern dieser neuen Linkspartei natürlich früher die Loyalitäten nicht in Deutschland, sondern woanders hatten. Und hinzu kommt, dass politisch sich das nicht darstellen lässt, was die wollen mit dem, was man vernünftigerweise wollen muss. Das waren die beiden Gründe.